Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir dürfen einige Sachen hier jetzt mal einsortieren. Das werden wir schnell mal machen. Ah, hier gibt es keinen Konsolidierungsknopf drin. Da können wir nur eins machen, die Sachen irgendwie alle mal rausnehmen und wieder reinstopfen. Dann sind sie am schnellsten sortiert alle. Oder von vornherein eine gute Sortierung haben. Oder das manuell machen. Das geht natürlich auch. Wir bringen doch jetzt erstmal ein paar Sachen hier rein. Oder nein, wir sortieren das jetzt richtig zu. Und dann holen wir erstmal die Sachen, die in der letzten Folge auf der Strecke geblieben sind. Pfeile sind sehr gut. Gift bringen wir auch mal nach unten. Das ist auch sehr gut. Schön. Das ging noch relativ flott. Was war mit der Madenhaut nochmal? Wofür können wir die nochmal gebrauchen? Oh, eine Bombe. Wie war das mit der Madenhaut? Die brauchen wir, glaube ich, oben.
Ja, dann. Es wird schon dunkel. Können wir jetzt schon schlafen? Wir können. Ja, und jetzt, mitten in der Nacht. Menschenfutter, ich verstehe es immer noch nicht. Nach wie vor haben wir hier 6 verfügbare frische Keks-Sandwich-Brocken. Wir haben die aber noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ob die oben auf dem Dach irgendwo liegen? Oder unten drunter? Naja, die sind ja recht unscheinbar. Die können natürlich sich gut verstecken. Könnte schon sein, dass die irgendwo versteckt sind. Wir können gar nicht bauen da, wo ich bauen wollte jetzt. Ah, da fällt mir was ein. Wir haben so viele Spinnenteile. Vielleicht können wir uns die Spinnenrüstung ja schon leisten. That tastes really good. Ja, die Spinnenhaube, das ist schon mal machbar. Spinnenschulterpanzer geht nicht, weil uns das Bärenleder fehlt. Ansonsten könnten wir, ja, 5 könnten wir schaffen. Und 4 Seidenseile, also 5 Spinnenbrocken. Und dann bräuchten wir nur noch einen Spinnenbrocken mehr. Und natürlich das ganze Bärenleder hier. Ja, eine Gasmaske sollten wir immer dabei haben. Und... Boah, die Ameisenkeule, die brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Also zumindest müssen wir die vielleicht nicht mehr mit uns herumtragen. Wir haben neu, ganz neu, nagelneu, eine Spinnenhaube. Ha, Spinnenhaube, Stufe 2 ist das. Gefährlich aussehender Kopfschmuck aus verschiedenen Spinnenteilen. Ein perfektes Accessoire für die nächste Insektenjagd. Denn, was kann das? Verteidigung. Ja, jetzt Widerstand ist erstmal nicht so hoch. Es bringt uns was? Verzögerung der... Ausdauerregeneration, das ist nicht gut. Eine mittlere Rüstung. Armor Protection, engage! Das wird wahrscheinlich dann Sinn ergeben, wenn wir das Ganze zusammen haben. Ja, Verzögerung der Ausdauerregeneration. Verkürzt die Zeit, bis sich die Ausdauer wieder regeneriert.
Ach so, also das ist dann doch gut. Ja, ist ein bisschen... Also Verzögerung der Ausdauerregeneration, da denke ich doch erstmal, dass die Ausdauerregeneration verzögert ist. Das heißt, dass es lange dauert, bis die Ausdauerregeneration abgeschlossen ist. Aber genau andersrum ist das gemeint. Hydration is the key to performance. Ganz genau, andersherum. Ach so. Ja, es wird hell. Wir werden noch eine Kleinigkeit schnabulieren hier. Wow. Dann denke ich mir doch, dass wir... Ja, Minzpfeile und Giftpfeile können wir eigentlich hier lassen schon mal. Dann haben wir schon mal zwei Plätze wieder frei. Dann können wir wahrscheinlich auch hier die schwarzen Ameisenteile hier lassen. Ich weiß immer noch nicht, wo ist denn der Helm geblieben? Wir hatten doch mal einen Helm. Ach, der ist noch hier. Prima. Ja, den Insektenbogen, den lassen wir auch erstmal hier. Den werden wir nicht brauchen. Den Knochendolch. Ja, ich weiß nicht, den Dreizack können wir mal hier lassen. Die Ameisenkeule. Ich war nie so ein Riesenfreund von der Ameisenkeule, auch im Early Access schon nicht. Erst dachte ich so, naja, tolles Gerät, aber naja, nee, ich war nie ein richtig großer Freund davon. Tolles Gerät, weil es auf Stufe 2 ist, aber es kann ja schon was. Aber sei es drum. Wir brauchen das nicht mit uns herumzuschleppen. So. Auf geht's zu unseren Teilen, die wir da zurückgelassen haben. Noch mehr essen? Immer wieder. Immer wieder versuche ich sie an dieser Stelle da hochzukommen. Und bald werden wir da wahrscheinlich eine Treppe hinbauen und dann klappt das. Oh, was steht denn hier noch? Die leere Saftkiste haben wir hier stehen lassen letztens. Okay. Und die Stinkekäferteile? Hat
Hat sich die schon irgendein anderes Tier geholt? Eine Ameise wahrscheinlich. Oh nein, da sind sie. Haben wir keine Stinkdrüse bekommen? Ach ja, okay, egal. Aber jetzt sind wir schon mal so weit wieder in die Richtung. Ich bin ja fast dafür. Ja, das werden wir jetzt machen. Wir haben ja auch die Bombe mitgenommen. Ich bin nämlich dafür, dass wir die Kiste dann eben abliefern. Okay, okay, wir retten dich. Schnell zum Läusekrankenhaus. Na, haben wir uns wieder verlaufen? Oder schaffen wir es diesmal? Vielleicht von einer anderen Seite an unseren Bau zu kommen? Jojojo, haben wir geschafft. Dann haben wir hier noch eine Kiste Saft. Frage ich mich nur, wo die andere ist. Wir hatten ja zwei. Jetzt haben wir drei. Passt doch. Eine Laus können wir hier bestimmt trocknen. That tastes really good. Und wie sieht das aus? Habe ich es nur gelesen oder haben wir das Rezept gekauft für die Haftbombe? Nein, wir können nur, also die Haftbratwurst, wir können nur die normale Bratwurst bauen.
Oh, die Radnetzspinne ist dort eingezogen. Welch seltenes Schauspiel. Was? Komische Geräusche. Oh. Hat's unsere Lampe gleich zerfetzt? Ah. Ein schöner Zahn. Der Goldzahn. Na schön. Ganz schön aufgeräumt hier alles. Wisst ihr, ich glaube, wir machen hier so einen Keller draus. So einen Vorratskeller mit, naja, mit ganz vielen Saftfingern. Die sind groß, die Dinger. Ach, die können wir auch draußen überall anbringen. Also, da wäre es leichter, dann vielleicht die Teile zu ernten. Ja, das ist ja nicht so schön, wenn die halb im Boden versinken. Ein bisschen dürfen sie aber. Ja, so. Falscher Winkel, ach so. Oh,
Marienkäfer. Oh, das reicht aber dick. Die müssen wir erstmal alle fertig kriegen jetzt. Ja, jetzt nicht, aber so im Laufe der Zeit, meine ich. 4 grobe Seile, 2 Unkrautstängel und eine Eichelkappe. Ja, das wird aber, das geht ruckzuck. Das können wir in 20 Minuten fertig haben, alles. Wollten wir noch irgendetwas hier? Die Kiste wollten wir hierher bringen, aber sonst eigentlich nicht. Nein, wir sind soweit durch, denke ich. Ja, dann laufen wir in der nächsten Folge wieder zurück und sehen zu, dass wir unseren Rucksack endlich wieder bekommen und dass wir dann in die Wüste gehen. Heiß, heiß, heiß. Ja. Wir haben in dieser Folge immerhin den Goldzahn aus dem Spinnenbau in der Eiche gefunden. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.